Jetzt habe ich den richtigen Kanal. War ich gerade auf ein anderes Kanal. Ich grüße euch. Ich teste gerade von einem anderen Computer. Und ich hoffe, dass es keine Unterbrechung gibt, sonst muss ich wieder von meinem Laptop. Dann schließe ich jetzt Skype. Okay. Dann eben nochmal, Gerd, ist wunderschön deine Art. Es ist sehr schön in deinem Feld zu sein, Gerd Valentinelli, für die, die die Wiederholung sehen. Das war kurz davor jetzt. Und ja, den Rhythmus der Stimme, man spürt dein Sein und die Erfahrung, die du gemacht hast, die Stille, in der du eingetaucht bist. Die Entscheidungen, die du getroffen hast. Dankeschön dir. Dann grüßen wir Gundi. Schönen lichtvollen Abend. Shantara, hallo ihr Lieben. Ja, wir haben heute begonnen mit einem neues Thema, neue Forschung, was wir schon vor einiger Zeit gemacht hatten, Matrix Familiencode. Und wir sind, oder ich bin immer der Zeit voraus und wollte vielleicht, dass wir heute Abend eine Erfahrung damit machen, vielleicht euch erzählen, wenn das euch interessiert, was ich mit Matrix Familiencode einfach auch meine. Soll ich? Ja, habt ihr Interesse? Hallo Miki, grüß dich. Hallo Erdogan, danke für deine Mail. Ja, eben seit Jahrzehnten bekomme ich immer von irgendwo Impulse und man sagt dir, Jeet, fang an, etwas zu forschen, damit du mit dem Wandel bist und genießt und mit deinen Freunden zusammen bist und immer das neueste Wetter sozusagen forscht, das, was in der Welt so rumgeht. Und ja, als Form des Genusses der Kultur, der Update-Sein, des Modern-Sein. Und kam eben vor, ich glaube, letztes Jahr ein Wort, Matrix-Familiencode. Wir haben in Frankreich ein Seminar gegeben bei Anneliese und Guillaume, werden wir auch im November sein. Also wer in der Nähe von Straßburg ist, kann gerne zum Seminar kommen. Und kam einfach, okay, 2012 ändert sich alles, Magnetismus, viele Sachen gibt es nicht mehr, Spannungsfelder oder Polaritäten, man lernt nicht mehr in Polaritäten, die neue Zeit kommt voraus.
was ist, wenn wir in den Polaritäten bleiben, zum Beispiel aus unserem Ahnenfeld noch viele unerledigte Sachen sind. Und was ist, wenn wir noch an Streit glauben oder noch an Kritisieren glauben oder wenn wir noch uns in den alten Strukturen bewegen, was passiert dann? Das ist, was natürlich schon klar ist für alle. Wetter hat sich verändert, wenn man die falschen Kleider hat, wird man leiden. Also, die neuen Kleider sind Reinheit des Geistes, Abrechnung mit der Vergangenheit, Löschung von, und Reinigung von alles, was nicht mehr existiert. Also wir löschen das nur und reinigen das, was nicht mehr existiert, aber doch wir glauben, dass es existiert. Und es gibt nichts Schlimmeres, als sich an irgendetwas festzuhalten, was nicht mehr existiert. So wie eine alte Liebe, die nicht mehr da ist und wir hängen immer daran und wir leiden und leiden. Also, als wir unsere Seele geboren wurde, es gab immer einen Moment, zack, sind wir natürlich nicht als formlose Seele, sondern mit einem Matrix gekommen. So eine Matrix, so wie eine Katze hat eine spezielle Aufgabe, kann nur Mäuse fangen, tis, und kann sich doch weiter entfalten. Also zu Beginn von Jahrmillionen, nehme ich an, oder jeder was anderes, sind wir mit einer Matrix geboren und dann haben wir viele Erfahrungen gemacht und jetzt sind wir hier und jetzt gibt es eine Veränderung. Dieser Weg schließt sich. 2012 schließt sich und wir verbinden uns mit unserer Essenz, mit unserer Matrix. Und das heißt, jetzt ist die Zeit, ganz genau und ganz gut zu reinigen, zu putzen, sich neu auszurichten. Und was natürlich dieser Biene sehr gut machen kann, sich bewusst zu machen, niemand programmiert dich mehr jetzt, sondern du fängst an in diese neue Realität und erschaffst dir dein Programm und programmierst dein neues Bewusstsein. Hallo Luxi. Shantara, ja, sehr gerne, ich bin an meinem Wachstum sehr interessiert. Sarah, ich finde das interessant, was ich noch im Ahnenfeld habe. Kann mein Ahnenfeld mein Wachstum verhindern, Jit? Siehst du, was ich für Ahnenverstrickungen habe, Gundi? Und so, wunderbar, Dankeschön. Also möchte ich erstmal noch ein bisschen erzählen. Gibt es Unterbrechungen, weil ich nutze jetzt ein alter Computer, denke ich, ist besser als Laptop. Aber da ist die CPU schwach. Doch schwach. Gut. Okay. Also es geht nicht darum, so wie bei Familienstellen, eine Sache zu klären oder die andere zu klären. Oder sich die Kraft oder jene Kraft wieder zu holen. Es geht darum, einen kompletten Schnitt zu machen. Also das, was ich mache, ist nicht Familienstellen, sondern Abrechnung mit der Vergangenheit und Neukodierung.
Und es ist nicht eine einzelne Sache. Ich sehe das einfach auch als eine Arbeit von 3 Monaten mindestens, wo man durch das ganze System gehen kann. Ich habe bis jetzt noch keine Information bekommen, dass man das alles auf einmal machen kann. Aus verschiedenen Gründen. Einige Sachen kann man heilen, erkennen, reinigen, löschen. Aber die meisten Sachen, was unser Ahnensystem betrifft, es ist so, so wie wir das jetzt mit Oliver auch üben und forschen in München, der schon mal auf Sendung war, 2-mal, ist, dass alles sind, es gibt viele Sachen, also unser ganzes Feld sind die unerledigten Sachen aus unser Ahnenfeld, sind nicht zu löschen, sind nicht zu heilen, um Gottes Willen, sondern eins nacheinander will erkannt werden, was geschehen ist, wo in unser Körper oder Genetik gespeichert ist. Körper zu sehen ist leicht, wo die Lösungen im Körper sind. Und natürlich nur, so wie Oliver uns gezeigt hat, das Erkennen und Lehren der positiven Erbschaft, die hinter dem Minus ist, ist das einzige Lösung. Das heißt, wenn mein der typische Beispiel, wenn eine Erbkrankheit nehmen wir an, typisches Beispiel, was ich immer mache, Glaukom, meine Oma fast blind geworden, Mutter auch, und oder Hautprobleme, oder. Das heißt, Beispiel, meine Oma hätte hellsichtig werden können, hat sich für Glaukom entschieden, meine Mutter auch. Also, scheiß Schule, haben alle gesagt, ich leide lieber, als in meine Hellsichtigkeit zu gehen. Oder die Auseinandersetzung mit meiner Gewalt möchte ich nicht. Ich möchte lieber Rheuma haben oder Schmerzen, Gelenkprobleme, Hüftenprobleme, das und jenes. Und das werde ich, meine Sohn oder Tochter und Kindeskinder auch bekommen. Die wollten alle nicht die eigene auch Kraft oder Stärke oder Gewalt kennenlernen. Gewalt in Form von Gewalt ist nicht immer was Schlechtes, sondern Gewalt, naja, die Staatsgewalt ist was nicht unbedingt gut, aber ist auch eine gewaltige Kraft. Ist auch etwas Gutes. Also, die Kehrseite zu leben. So, jetzt entscheide ich zu forschen und meine gewaltige Form der Kommunikation, wow, zu leben. Damit ich nehme die Erbkrankheit und transformiere es in Erbschaft. So, diese Umkehrung, damit meine ich diesen Prozess, den Matrix-Familiencode durch Erkennen von 8 bis 12 Ahnen, die ein Minus in unser System verursacht haben und wo wir durch Entscheidung, Bewusstwerdung, Erkennung, Entscheidung, Analyse des Minus, die Entscheidung treffen, das Plus zu leben, zu lieben und zu geben, so wie Oliver eben in dieser Sendung gemacht hat. So dass wir rechnen ab, diese Millionen von Jahren oder jeder ein bisschen anders und verbinden uns wieder mit unserer Matrix,
und sagen, okay, das ist meine Matrix und jetzt habe ich die Fähigkeit, was Sabine mit ihr Tanz machen kann, du sicher auch, anderen sicher auch, das werden wir dann im Rahmen dieser Forschung erkennen. Werden wir Stück für Stück lernen. Ich bekomme die Impulse, ich gehe in die Forschung und wir lernen voneinander. So, im Moment machen wir das hier jeden Donnerstag. Wir haben heute begonnen, auch mit Struktur und Texte. So in dieser Form, dass wir jedes Mal Reinigungen und Löschungen machen, zum Beispiel Löschungen von Seelenverträgen, Reinigung von Ängsten, Urängsten und so weiter, werden wir das Schritt für Schritt machen. Und eben erstmal werden wir das gemeinsam forschen, immer hier Donnerstag von 18 bis 9:15. Und dann abends immer unsere Erfahrungen, wenn es passt, wenn es für euch okay ist, für uns auch, diese Erfahrungen mitteilen. So, mit Matrix-Familiencode kann man eben eine Erfahrung machen, aber ich bin einfach auch bereit, Vorträge zu geben, habe ich schon einiges. Ich glaube, wir haben 40 Sendungen schon gemacht, die sind, wo ich begonnen habe, die kann man in unserer Expertenseite sehen. Die blende ich einfach auch ein nachher. Und wo wir begonnen haben mit der Forschung und da können wir eine Erfahrung machen, aber gerne ladet mich ein für Vorträge, kann ich bei euch auch. Mit Gundi haben wir einiges besprochen heute, freut mich sehr, wir wollen einiges zusammen machen. Und zwar Gundi möchte in Hannover aktiv werden, wir stellen alles zur Verfügung für sie, also jeder, der aktiv werden möchte in seinem Umfeld, sage ich nachher, was wir da machen können. So, ich muss ein bisschen lesen, bevor es zu spät ist. Uhu, Einhorn, müdes Einhorn. Einhorn mit Zöpfen, heute nicht müde. Er hat mit zwei Mädchen gespielt, die bei ihm wohnen, die ihn den ganzen Tag malträtiert haben. Mantra, Matrix Energetics forciert klärende Selbstheilungsprozesse und ist in jedem Lebensbereich segensreich anwendbar. Ich bin sehr daran interessiert. Ja, Matrix ist was Feines. Ich auch. Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Manu, schön Gundi. Wenn ich umgezogen bin, dann lege ich los. Wunderbar. Sarah, nach Köln, glaube ich, ne? Ja, auch für ein Wochenende. Einfach ruft ein bisschen rum oder kontaktiert Organisationen, die Seminare organisieren in eure Stadt und ein bisschen Aufwand, es lohnt sich, mich dann einzuladen. Ich lese ein bisschen, beziehungsweise Sabine mit ihrer wunderbaren Stimme könnt ihr jetzt lesen. Achso, habe ich das nicht ausgedruckt, das neue, schade. Das kann ich machen, während du das hier liest. Ja? Ich habe schon ausgemacht. Achso, okay. Willst du im Bild kommen? Schönheit. Das andere ist mehr geschrieben. Also ich brauche schon diese Hilfe. Da ich so vieles hier mache, alles, was ich tue, ist für alle. Ich brauche schon diese Organisationshilfe und ich nehme an, viele sind einfach auch in der Lage, etwas auf die Beine zu stellen. Und, wo hast du es gespeichert? Im Laptop? Aber ja, das können wir ja dann immer noch, sobald es fertig ist, der Text. Gut, okay. Genau, muss noch ein bisschen korrigiert werden. Ich schreibe jetzt den Link. Und du inzwischen liest, ne? Also, ja, okay. Genau. Ja, hallo erstmal, ihr Lieben. Wir beide in Rot, witzig. Genau, schön. Ja, es ist wirklich eine ganz spannende Arbeit und
haben wir schon viele tolle Erfahrungen damit gemacht und das ist einfach total genial und trifft total den Kern in dieser Zeit. Es gibt, es kann so leicht gehen, es kann so leicht sein und das ist wirklich genial. Okay, dann einfach, ich will jetzt nicht zu viel, ich denke, das ist dann eher sonst langweilig, wenn ich jetzt so viel vorlese, aber jetzt so den Kern sozusagen vielleicht nochmal. Also wir arbeiten an deinem Familiensystem in einer intuitiven Reihenfolge und erkennen die komplette Matrix deiner Kern- und peripherischen Kompetenzen in einer organismischen Zusammenarbeit aneinandergereiht. Aus allem in deinem Familiensystem, was in deinem Familiensystem nicht erledigt wurde, holen wir die positive Erbschaft heraus und organisieren es systemisch für die Entfaltung deiner vollen Schöpferkraft. Durch das Erkennen des Matrix-Familiencodes können wir unseren Weg verkürzen und brauchen nicht mehr so viel zu leiden und viele Therapien zu machen. Erkennen und Ordnen dieser Matrix bedeutet, alle Konflikte in der Familie in Balance zu bringen. Durch das Wirken geben wir den Teilnehmern die Möglichkeit, ihren Familiencode neu zu schreiben. Die Folgen sind maximale Leistung, volle Schöpferkraft und die Abschaffung von Erbkrankheiten. In diesem Code sind sämtliche Erfahrungen jedes einzelnen Familienmitglieds gespeichert, sowie sämtliche Stärken, Schwächen, Fähigkeiten, welche wir als Erbschaft bezeichnen. Diese Verzerrungen, die existieren, beeinflussen unbewusst unser Leben und zeigen sich in Form von Problemen, Konflikten, Krankheiten und sonstigen Schwierigkeiten. Diese unbewussten Einflüsse können die Paarbeziehung, die Beziehung mit Familienmitgliedern, Arbeit, Erfolg, Geld oder Gesundheit beeinflussen. Diese Abweichung der ursprünglichen Ordnung verhindert oft die mitgebrachten positiven Erbschaften voll und ganz anzunehmen und zu leben. Du bist Familie, dies ist in deinem Systemkörper gespeichert. Die Familie ist in jeder Zelle deines Körpers, ja in deinem ganzen System gespeichert. Du bist Teil von ihr und sie ist Teil von dir, ob du willst oder nicht. Dem kannst du dich nicht entziehen. Möchtest du etwas an deinem Leben oder in deinem Körper verändern, musst du unweigerlich die in dir gespeicherten Informationen deiner Familie mit einbeziehen. Eine effektive und anhaltende Veränderung ist nur dann möglich, wenn die ursprüngliche Ordnung des gesamten Organismus Familie wiederhergestellt wird. Jo. Und dann haben wir es ungefähr, haben wir das heute auch noch ein bisschen neu formuliert. Du hast auch noch was Schönes gesagt, dass, wo die Frage gestellt wurde, ja, was ist eigentlich Matrix? Ne? Was ist so, hast du gesagt, ganz einfach, ja, schau in den Spiegel. Schau in den Spiegel, es geht um die Reinheit, den Ursprung deiner Seele oder sowas. Mhm. So ganz schön formuliert hast. Es kommt dann auf einmal so, dann komme ich immer kaum hinterher mit Schreiben. Das ist einfach so wundervolle. Ja, eben, ein Beispiel, wenn wir jetzt so sitzen in einer Beziehung, ne? In einer Beziehung ist mein Matrix-Familiencode, trifft einen anderen. Und da gibt es immer ein bisschen Zoff. Ne? Und bei der Klärung der Matrix-Familiencode, dann haben wir die Möglichkeit, Neues zu erschaffen und Neues auch im Beziehungssystem wirklich Neues zu programmieren. Ich habe gerade das Bild gesehen, wie sich deine Familie, meine in Deutsch und deine Italienisch. Die verstehen sich nicht, aber verstehen sich doch irgendwie. Ja, es ist meine Art. Soll ich lesen? Diese Sabine Schönheit. Ja, mit Schönheit hätte ich auch gern gemacht.
wenn ich etwas vorbereite, ich bereite die Grundstruktur und den Rest entwickelt sich einfach auch von selbst. Ne? Gerne möchte ich einfach auch heute ein Beispiel machen. Ne? Aber erstmal möchte ich den Rahmen ein bisschen zeigen, wo sich diese Forschung jetzt auch bewegt. Okay. Mhm. Soll ich wieder gehen? Wieso? Ach so. Wolltest du irgendwie noch? Nee. Und ich. Alles okay, Sabine? Wo bist du? Mehreren Hochzeiten. Okay. Das heißt, wenn ich eine Forschung beginne, dann jeder trägt dazu bei, die letzten 25 Jahre habe ich so gemacht, zur Entwicklung der Forschung und alle sind Mitforscher und alle sind mit am Entwickeln. Gut, was sage ich jetzt? Es geht doch auch um die Zwei-Punkte-Heilung, oder? Nein, das ist, ich glaube, das musst du, glaube ich, nochmal erklären. Weil das halt einfach so in aller Munde ist und jeder denkt, das geht um diesen, wie heißt denn das, Matrix. Einfach nur Matrix. Um diese bestimmte Methodik denken viele, weißt du? Kann mein Anfeld mein Wachstum verhindern? Du sollst da bleiben, hat Chantara gesagt. Okay. Na, dein Ahnenfeld, stell dir vor, natürlich, wenn wir sagen, oh, meine Mutter nervt mich, heißt, dass du dich selbst nervst. Ne? Wir in unserer Genetik sind die Summe von all unseren Ahnen. Und alle bis Dezember eigentlich schon alles integriert haben als Kraft und Kompetenz in unser System. Wir sprechen oft auf alle Ebenen, wir veralten uns wie alles Unerledigtes in unserer Ahnen. Wir glauben, dass wir das sind, wir denken so, wir sehen oft so aus und, und. Natürlich können sie verändern, aber die verhindern nicht, sondern du erlaubst nicht und gehst nicht zur Bank und holst dir nicht die Erbschaft. So, diese Anamnese, jetzt Punkt für Punkt, dass du deine 8 bis 12 Ahnen erkennst und deren Erbschaft annimmst, was eine Fähigkeit ist, was eine Kompetenz ist, was eine Teilkompetenz, eine Kernkompetenz ist und das einfach auch lebst und versprichst einfach auch voll in dein System zu integrieren, das ist das Einzige, was zu tun ist. Also man kann das nicht löschen, weil du bist es, sondern in deinem Matrix-Familiencode sind all diese Ahnen zu integrieren und deren nicht gelebte Macht und Kraft anzunehmen, umsetzen und leben. Und wenn das rund geworden ist, kannst du in das neue Feld reinkommen, 2012, und in den neuen Magnetismus reinkommen und dann entdeckst du wie Dario, oh, ich kann programmieren, ich muss mich nicht immer wie eine Katze verhalten und Mäuse fangen oder ich muss nicht das menschliche Verhalten weiterhin für Jahrmillionen noch folgen, sondern ich habe andere Möglichkeiten. Ich programmiere mich auf Reisen, ich programmiere mich auf Alchemie, ich programmiere mich als Lichtgeschöpf, ich programmiere mich als Bote von Schwingungen, ich programmiere mich als
Aura programmierer für die anderen. Wie willst du deine Aura haben? Welche? Was willst du haben? Wie, wo, was und so weiter. Diese Schöpferkraft, was bis jetzt nur Gott gegeben wurde, da wir Gott geworden sind, die Schritt für Schritt jetzt in diesem Übergang, diese Zeit, die haben wir und die werden wir auch haben. Weil im Moment, wo wir Tropfen im Ozean, das Ozean geworden sind, das Gleiche ist, die Trennung von Gott bringt uns wieder zum Gottsein oder das ganze Sein oder die Natur sein und macht uns Schöpfer. Wir waren schon immer Gott, bloß uns war es nicht bewusst. Ja, aber es ist so, das war oft ein Satz und wer lebt schon? Wer sagt, so, jetzt baue ich eine neue Baumart, programmiere ich mein Umfeld, eine neue Art der Natur. All diese Möglichkeiten, Schritt für Schritt, kann natürlich lange dauern. Dario braucht auch lange, um etwas zu programmieren. Aber ist ja egal, weil diese Freude, dass wir Schöpfer sind, wird uns sehr erfüllen und sehr froh machen. Darf ich eine Frage stellen? Bitte schön. Vielleicht erstmal lesen. Matrixheilung. Nein, das hat nichts damit zu tun. Genau. Josef, kann mein Anfeld mein Wachstum verhindern? Nein, schreibt Josef. Ich habe das Gefühl, dass mich was blockt aus früheren Leben, kann ich auch selber sein, aber nicht nur. Sarah, wir können gleich ein bisschen schauen. Danke, verstehe. Na, dann kommt noch viel Arbeit auf mich zu, aber ich will. Also, es ist keine Arbeit. Es ist so, wie wenn du plötzlich zu deiner Bank gehst und der Banker sagt, liebe Frau Sarah, Sie haben noch 12 Konten, wo ganz viel drauf ist. Nennst du das Arbeit? Also, du hast 8 bis 12 Bankkonten, wo viel drauf ist. Das ist so wie beim Poker, wow, 1, wow, freue ich mich auf den nächsten, wow, freue ich mich auf den nächsten und auf den nächsten. Also was mich gerade, weil immer viel sozusagen vom Neuprogrammieren, Neuausrichten, Neuumschreiben, also ich kann das nachvollziehen und weiß genau, was du meinst. Ich erfahre das ja auch immer in unserer Arbeit. Und dennoch ist, es ist kein Aber, dennoch ist so ein Anteil, der sagt in mir, ja, also wie es mir jetzt in den letzten Wochen, Monaten gegangen ist, wo mein sehnlichster Wunsch, also ich mich sozusagen, ich habe mich auch programmiert, stelle ich gerade fest, wo ich es erzähle, wo es wirklich darum geht, nicht mehr so viel irgendwie zu wollen, machen oder irgendwas, sondern mein sehnlichster Wunsch ist und war und ist einfach diese abzugeben, los in diese Hingabe und machen lassen, geschehen lassen. Und da merke ich so große Veränderungen, die sich getan haben, wo ich in eine ganz andere Entspannung gekommen bin, in eine ganz andere, ein ganz anderes Feld. Also wo, ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wo fängt es an und wo hört es auf? Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja normalerweise, sagt man, es ist ja schon alles da. Es ist ja eigentlich schon alles da und vollkommen. Wo fängt es an mit dem Umprogrammieren und wo hört es auf? Also wo ist es notwendig und wo vielleicht nicht mehr? Weißt du, was ich meine? Das
so, das beschäftigt mich. Ja, also ich würde einfach das so machen. Also eben dadurch, dass es ist eine, man könnte sagen, ist eine komplizierte Sache, aber man könnte auch sagen, freue dich Schritt für Schritt, Jahrtausend für Jahrtausend auf die neue Veränderung. Ne? Mhm. Wir haben die Ewigkeit vor uns. Also, sehe das nicht mit Zeit, sondern freue dich, auf Schritte zu machen. Und meine Empfehlung ist, so vorzugehen, du fühlst dich jetzt hier, fühlst deinen Körper, fühlst deine Seele und gehst einfach auch in die Wahrnehmung des Esses Schattenwesen, was in dein Aurafeld oder in deinen Körper wahrnimmst. Also die Schritte sind immer mit der Nutzung der einziges, was man Intelligenz nennt oder nennen kann, und zwar der Wahrnehmung. Spüre jetzt in deinem Feld Aura um dich herum oder Körper oder Organe, wo ein Schattenwesen ist. Und du bekommst sofort eine Antwort, du bekommst einen Impuls. Und siehst du und merkst du, wo dieses Schattenwesen ist. Dann fragst du dich, dieser Schattenwesen, schaust du, machst du das Licht an und siehst ein Mensch, ein Mann, eine Frau, und fühlst du, was dieser Schattenwesen, der jetzt deutlicher ist zu sehen, nicht hätte entwickeln können und nicht entwickelt hat. Hatte den Auftrag, den Lebensauftrag, etwas zu erforschen und nicht gemacht hat. Dann bekommst du die Information, was diese Person nicht gelebt hat. Und das ist natürlich das, was du tun kannst, um diese Schattenwesen herauszuholen, ins Licht zu bringen, der Bewusstsein von dieser Kraft, was dir jetzt zusteht und dieses Schattenwesen nicht gelebt hat. Als Beispiel kann ich das jetzt für mich machen, jetzt nur ganz kurz, nur um den Mechanismus zu klären. Also ich nehme das in meine Milz wahr, ein Schattenwesen. Und das war eine nicht gelebte alchemistische Kompetenz. Und das bedeutet für mich, weiter jetzt Informationen abzurufen und mein Wesen bewusst zu machen, dass ich jetzt annehme, meine alchemistische Talent oder Kompetenz. Und dadurch werde ich diese Ahnen löschen, auflösen, was in meinem Körper verändert. Sozusagen, was Josef sagt, ist auch richtig. Und lebe meine alchemistische Kraft, Macht,
der Transformation, der Veränderung auch der Materie, der Beeinflussung der Materie. Beeinflussung ist kein schönes Wort. Und wenn ich das dann tue und lebe, dann habe ich Ahne Nummer 1 in der intuitiven Reihenfolge, die für mich in Frage kommt, aufgelöst. Ich übernehme die Kraft von Ahne Nummer 1 und ich lebe diese Kraft hier und jetzt. Wie sieht aus diese neue Kraft, diese alchemistische Kompetenz? Gehe in mir und forsche weiter, gehe in Meditation, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und frage alles ab, was ich machen kann, in welcher Form, auf welche Art, drücke meine Wünsche aus. Zum Beispiel im Wasserbereich könnte ich mir eine Maschine sparen und könnte meine alchemistische Kompetenz in das Wasser, was ich trinke, das Wasser, womit ich koche, zu transformieren, bevor ich es zu mir nehme und bestimmte Funktionen und so weiter und so weiter. Gut, das ist ein Beispiel. So, wenn du jetzt sagst, du hast das wahrgenommen, Moment, und jetzt das Plus im Körper, in die Milz ist das Minus und das Plus in meinem Körper ist in meine Nase. Das heißt, dadurch, damit entwickle ich eine Riechkompetenz, die mir Informationen geben wird, über die Zusammensetzung dieser neue alchemistische Kompetenz. Das ist ein kleiner Beispiel, wie das aussehen kann. Josef, auf dem Konto, wie viel drauf, viel Minus oder viel Plus? Habe ich schon in Sexualchakra, da habe ich ein Wesen kauen auf dem Boden gesehen, ohne Kleidung, mehr habe ich nicht bekommen. Wunderbar. Ja, eben. Mehr hast du nicht bekommen, aber wenn du weiter schaust und weiter guckst, ist auf dem Boden, aber ist in deinem Aurafeld. Dann fragst du, was dieses Wesen an Minus nicht gelebt hat, welche Kompetenz hat dieses Wesen nicht gelebt. Welche Meisterschaft war Lebensauftrag dieser Seele und nicht gelebt hat oder nicht entwickelt hat. Das Leben hat so weitergehen lassen, ohne das, was sich vorgenommen hatte, zu entwickeln. Das Wesen hat keine Haare. Ja, die Einladung ist natürlich wirklich das selbst zu machen, denn das gibt Freiheit. Und dieses Weiterfragen, also das gibt nicht, dass man keine Informationen mehr bekommt, weil wir sie abrufen können. Natürlich
in bestimmten Bereichen gibt es keine Information, wenn das mit endnaturalen Erkenntnisprozessen zu tun hat, wo es nicht gut ist. Aber in diesem Fall ist alles erlaubt. Also ich kann auch kurz Beispiel, weil das so, also ich habe, das war wie so ein im Bauch, wie so ein kleines Monsterchen, wie so ein kleiner Vielfraß, so ein kleiner Vielfraß, der nimmer satt wird, also ein richtig nimmer satt Monsterchen. Und dann habe ich weiter gefragt und dann war, was hat denn mit meiner Oma das zu tun? Und die positive Erbschaft dahinter, so eine absolute Selbstverständlichkeit. Also nicht, dass man, nicht damit gemeint, dass man nicht mehr dankbar ist, weil ich sage immer auch, für mich ist nichts selbstverständlich, aber es geht um was anderes, sondern dass das alles, was geschieht und alles, was, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Selbstverständlichkeit von was? Selbstverständlichkeit von dem, was ich bin, von meinem Wesen, von meinem, eigentlich alles, was ist. Es ist was, was hat das mit dem Vielfraß zu tun? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber irgendwie wirkt es trotzdem. Weil dann hört es auf, mehr und mehr zu wollen. Weil es ist schon genug da. Es ist selbstverständlich, es ist da. Es ist schon so, irgendwie kriege ich den, jetzt wo du es fragst, danke. Also ist so selbstverständlich Essen für alle da? Ist nicht nur im da? Sinne von Essen, sondern ja, in jeder Hinsicht. Okay. Mhm. Es geht um, ich lasse es weiterwirken, aber es geht um eine Selbstverständlichkeit. So. Okay, ja. Das heißt, dann gibt dir einfach den Impuls, heute Nacht einfach das weiterwirken zu lassen, damit du morgen früh alle Informationen bekommst, oder setze dich 1-2 Stunden in Stille und frag das auch alles ab. Wo ist im Körper die Kehrseite des Minus? Im Unterleib. Unterleib. Mhm. Okay, wunderbar. Sehr schön. Ja. Und dann passt. Das heißt, du verstehst diese Informationen und die wirken jetzt in deinen Körper, in deinem Wesen. Wunderbar. Okay. Hallo von Drela, Sarah, ich kann nicht erkennen, ob es weiblich ist oder männlich. Ist unwichtig. Ja. Wichtig ist einfach auch zu erkennen, wo das Minus war. Was hat diese Person nicht gelebt? Luxi, das muss ich mal in Ruhe machen. Sarah, aber das finde ich raus. Barbara. Hallo Barbara. Ich habe auch so eine kleine, vollkommen ektische, mega nervöse und verwirrte Person in der rechten Bauchseite gespürt. Ich soll mich wohl mehr ins Leben vertrauen und muss nicht immer alles. Okay. Also das heißt, diese Person hatte nicht das Leben vertraut, sollte Leben vertrauen. Das heißt, wichtig ist jetzt, dass du Leben vertrauen uns unterrichtest und dir ganz, ganz, ganz bewusst bist, dass du das kannst und dass du das hast und tief in dein System, in deine Genen dieses Vertrauen mit einzubeziehen. In Griff haben wollen, was je nicht geht. Sabine ist ein gutes Vorbild mit der Hingabe zum Leben. Danke, Sabine. Oh, danke schön. Ja, danke, Sabine von Shantara. Hm. Weiblichkeit. Ja, Weiblichkeit, Sarah, das habe ich auch gesehen. Das heißt, die
die Weiblichkeit, die nicht gelebte oder die gelebte, das heißt, du hast noch Möglichkeiten, mit deiner Weiblichkeit so auszustrahlen, dass sich alles auflöst, Widerstand auflöst in deine Anwesenheit oder wenn du da bist. So, das kriege ich jetzt einfach auch in Details. Aber eben, mir ist es jetzt lieber, wenn jeder spürt, dass, wenn man möchte, diese Informationen klar bekommt, dass niemand abhängig ist von irgendjemand. Das ist, kriege ich auch. Also so eine, es geht um Weichheit, also die Erbschaft von Sarah, genau. So eine neue Weichheit, also eine gewisse Sanftheit hast du schon, aber es geht um, es geht noch um was anderes, um Weichheit, dass das keine Schwäche ist und dass das eine absolute Stärke ist, die noch integriert werden möchte und geliebt werden möchte. Also du kannst sehr sanft und behutsam, bist du auch sanft und behutsam, aber es geht noch um, und dennoch bist du einfach sehr stark in deinem Wesen, so im Wesen, und da einfach noch ein bisschen mehr Weichheit reinzubringen und das wird fließender und sowas. Ich kann es gar nicht in Worte sprechen. Okay. Aber ich glaube, es ist angekommen, Sarah. Also das, ich kann es aber einfach nur fühlen. Dankeschön, Sabine. Gundi, bei mir ist es die Schilddrüse, hatte mein Vater auch. Manchmal bekomme ich einen dicken Hals. Warum ist das so? Gut, eben, dann schau mal die Schilddrüse. Was das Problem, wenn du das Problem bekommst, Schilddrüse, hat vielleicht immer geschluckt und du könntest spucken, das heißt aggressive Kommunikation. Kreative Kommunikation. Und dann spürst du, wo das in deinem Körper gespeichert ist. Die Kehrseite ist vielleicht in den Augen. Das heißt, das Öffnen deiner Augen, dass du die Entscheidung triffst, ich öffne meine Augen und ich sehe. Ich werde jetzt sehen. Zum Beispiel alle Menschen, die in Frage kommen für die Gründung von Hannover TV, Lokalsender von JTV. Eben, das sind jetzt Beispiele, aber du hast es in der Hand und du kannst es einfach auch machen. Erwarte von niemandem Erklärungen oder Deutungen. Manchmal ist okay, aber wir in diese hohe Intelligenz, wo wir gemeinsam sind, in das Feld, was sich jetzt kreiert, ist jeder in der Lage, weil wir das gemeinsam tragen, Informationen zu bekommen, auch wenn du dich heute Nacht oder morgen hinsetzt und dies tust. Sabine. Spielt. Sarah, mehr in Liebe gehen habe ich bekommen. Schön, danke, das habe ich ja verstanden, jetzt verstanden, schön. Sarah, ja, ich arbeite dran, danke, liebe Sabine. Eben ganz klare Bilder zu bekommen, nach innen zu gehen, in Ekstase gehen und ganz klare Bilder. Und dann, es geht um richtig existenzielle Entscheidung. Ja, ich tue es und gebe mir ein paar Übungen und ein paar Aufgaben,
jeden Tag gebe ich mir selbst, damit ich das wirklich lebe. Weil wenn ich das nicht lebe, bleibt der Schatten. Also den Schatten kann niemand wegmachen, kann niemand besser deuten als du, kann niemand besser erkennen, was die Kehrseite ist. Und wie gesagt, das kann niemand heilen und wegmachen. Nur durch das Leben der Kehrseite des Plus. Steffi, der Aspekt der Sanftheit ist das, was die stärkste Stärke wachsen lässt. Etwas sehr Venushaftes, Sarah, unbeschreiblich. Wow! Sarah, die Venushafte. Das ist ja, das hört sich gut an. Schön. Gut gesagt, Jeet. Gundi, aggressive Kommunikation war mit dem Vater. Aha, okay. Aber diese aggressive Kommunikation, ja, das können wir dann, Gundi, dann sehen und üben, im Moment, wo du anfängst zu wirken. Wir sollten vielleicht die nächsten Tage Telefontermine machen, um das Ganze zu besprechen. Sabine schickt ja heute einfach alles, was wir morgen, alles, was wir vorbereitet haben. Und dann schauen wir gemeinsam. Also ich habe schon ein Bild, wie das aussehen kann. Hallo zusammen. Ich weiß, dass meine Mutter auch ihre Weiblichkeit nicht gelebt hat. Aha. Danke für diesen tollen Geschenke. Ja, das stimmt. Wunderbar. Ich bin bereit. Sarah, kannst du schreiben, ich bin bereit? Oder willst du sagen, ich bin bereit? Achso, ja, deine Taste. Du hast eine Taste, die nicht funktioniert. Ich bin bereit. Damit ganz viel Sanftheit reinpasst. Nee. Sarah sagt, bei ihr ist eine Taste kaputt. Ne? Schön, die Taste soll weiter kaputt bleiben, damit wir uns auch zwischendurch kaputt lachen können. Miki! Ja, Miki, vielleicht ist das auch für dich interessant. Also gerne die Mittwoche und die Donnerstage, wenn du immer kommen würdest, eins oder das andere. Die Regelmäßigkeit macht viel aus. Ja, wäre schön. Miki, vermisse ich dich. Jo, eine Stunde ist vorbei. Es ist unglaublich, wie ich uns jetzt spüre. In einem Gespräch sage ich jetzt nicht den Namen, weil ich nicht gefragt habe, ob ich das darf, sagte einer der Zuschauer, Jeet, das war so, ich habe wahrgenommen, wie wenn du bei mir im Zimmer wärst. Ne? Und ich habe gesagt, wow, toll, schön. Genau, ein größeres Kompliment hätte ich nicht bekommen können. Und zwar das Entwickeln, diese unglaubliche Wahrnehmung, dass der Ätherkörper wirklich sich bewegen kann und ich kann wirklich wahrnehmen. Und ich bin fast ein bisschen süchtig nach dieser Erfahrung,
wo ich so klar, fast klar und so genussvoll die Seelen, die Essenzen spüren, die Meisterschaften spüre, das Licht der Menschen, die jetzt mit uns sind. Ich gehe oder ich treffe die Entscheidung, jetzt noch genauer wahrzunehmen und ich sehe wirklich die Orte auch. Ich fühle nicht nur die Essenz, die Wesen, natürlich auch ein bisschen das Drumherum und darauf, auf diese Übung freue ich mich. Denn das ist Vorbereitung für das Zeitalter, wo nur von Intelligenz zu Intelligenz kommuniziert wird und nicht mehr mit vergangenen Erfahrungen, vergangenen Büchern, vergangenen Systemen, vergangenen Medien. Das Medium, Medien der Zukunft ist JTV. Ho. Ho. Was ist am Donnerstag? Ah, das kannst du gleich jetzt in der Wiederholung sehen. Haben wir jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen. Matrix Familiencode. 18 bis 21 Uhr. Das siehst du gleich sofort im Anschluss an der Wiederholung. Ihr seid toll. Ich habe das Gefühl, ich sitze auf dem Sofa bei euch. Genau, jo. Ha ja, dazwischen sind keine Grenzen. So fühlt es sich an. Super. Mini, huhu. Cheat, ich möchte dir gerne ein Kompliment machen. Oh, da muss ich jetzt warten, bis er wieder da ist. Ich traue dir, du bist ein Mann und Männer traue ich nicht wirklich. Wow. Soll gleich nochmal lesen, wenn er da ist. Von Barbara. Ich hatte euch vorher schon gegrüßt. Ihr habt das, glaube ich, verpasst. Oh, dass ihr euch nicht wundert, weil ich so reingeplatzt bin. Schöne Nacht, euch ihr Lieben. Oh, okay. Nein, du bist nicht geplatzt, reingeplatzt. Du warst sowieso präsent. Liebe Barbara, hab eine ganz gute Nacht nach diesem Tag, nach diesem speziellen Tag von dir und hab eine gesegnete Nacht. Mhm. Ihr alle natürlich. Die Zukunft gehört Mind TV. Aha. Okay. Na gut, wenn du meinst. Küsschen, Barbara. Cheat für dich. Ich schaue den Link jetzt nochmal. Cheat, ein Kompliment für dich von Sarah. Ich traue dir, du bist ein Mann und Männern traue ich nicht wirklich. Wow. Wow. Düren TV wäre doch auch schön. Ist da, wo du wohnst, Sarah? Oder? Und was ist mit Mein TV gemeint, Josef? Gibt es schon oder willst du in die Wege leiten oder wie oder was? Sag mal. Ja, vielen Dank. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. Was ist für eine größere Stadt da in der Nähe da, Sarah? Ne, Düren ist es auch okay. Also erstmal vielleicht zu diesen Feststellungen. Es ist schon so, dass ich, x 100 Vorträge gegeben habe. Manchmal 2 Stunden, 100 Leute auf die Bühne. Ich habe immer sofort für die Leute, die gekommen sind, dieses Vertrauen bekommen. Ne? Und das war unglaublich. Die Leute, berühmte Leute, bekannte Leute, die haben manchmal plötzlich gesungen oder sich getraut, einfach in Bereiche, wo sich nie
in ihrem Leben getraut hätten. Einfach weil dieses Vertrauensfeld einfach auch geschaffen wurde. Das stimmt, ja. Also richtig alles, alles. Dieses Vertrauen, dadurch, dass Jeet bedeutet Sieg durch Hingabe, habe ich gut geübt. Aber eben, dieses TV, es geht darum, es hat auch mit meinem Auftrag zu tun, im Umfeld von Düren oder Hannover oder Berlin, gebe dir oder findest du die Magier des Feldes. Ob das jetzt Referenten sind, Erfinder, Besitzer von Restaurants, gute Restaurants, das sind auch gute Magier. Seminarhäuser. Ich komme zu euch und du bringst, so wie in München, 5 bis 10, 15 Referenten, die bereit sind, sich vorzustellen, zu sagen, ich bin hier, ich kann das, ich biete es an und ich verkaufe das, dieser Produkt, diese Beratung, diese Erfindung oder. Die auch bereit sind, die anderen des Umfeldes anzunehmen, nicht zu urteilen, sondern zu akzeptieren, vielleicht das, was die anderen sagen, einfach zuzuhören. Dann, so wie in München, machen wir dann, ich kann euch den Link schicken, ist jetzt im Archiv, alle 20 Minuten ein Interview oder eine Selbstpräsentation in hoher Qualität, HD, und wir senden es in niedrige Qualität live mit einer anderen Kamera und niedriger Ton und so weiter, weil wir nicht zu viele Kamera haben und oft die Sendeleistung schwach ist. Und dann gemeinsam gehen wir um 8 oder 9, machen wir ein Podium über das Thema, was in der Luft ist, wo jeder im Podium seine ergänzende Weisheit zeigt. Jeder trägt dazu bei. Wenn es um Gesundheit geht, wird der Trommler sagen, Trommeln macht gesund, weil erinnert dich an das Herzrhythmus, bababa. Und dann natürlich, wie immer, wie auch in München, eine Opera Divina zusammenschmelzen von unterschiedlichen Künstlern. Und wenn du 2, 3, 4 Stunden täglich beginnst, egal wo du bist, zu kontaktieren und 10, 20, 5 oder 30 Referenten zusammenzubringen, die das machen wollen, dann machen wir einen Termin oder vorher machen wir einen Termin und dann kommen wir. Die Referenten geben einen kleinen Beitrag, das sage ich euch dann, wie viel, für deren HD-Aufzeichnung. Die haben was davon, die freuen sich, die brauchen das und das ist für die gut. Die das nicht wollen, nicht. Und somit bauen wir das Feld für diese Stadt Medien, Medium, Meditieren, Geniales, Genie, Genetik. Und durch diesen Akt bekommt das Feld Impulse, was alle zugute kommt. Nicht nur Referent A oder Referent B. Also die hohe Intelligenz der Referenten, die verstehen, du kannst dich darstellen, aber dann abends zeigst du Ergänzung, dass du niemand urteilst, niemand kritisierst, jeder ist Teil des Ganzes und du bist ein Kind wie alle anderen. Lieb, nett, brav, und dann singst du mit oder nicht und zeigst ganz normal egoloses Genuss der Menschen, der Liebe, des Feldes, des Annehmen von das, was ist und von das, was möglich ist.
Natürlich brauchen wir nicht große Bühnen, wenn es da ist, gerne. Alles günstig, alles möglich, damit jeder kommen kann. Und wenn du sagst, du möchtest, dann meldest du dich. Wir schicken dir Informationen, alles, was du brauchst. Und du darfst im Namen von JITV all diese Menschen kontaktieren, die in deinem Umfeld die Götter sind. Und ich garantiere dir, du entdeckst plötzlich zwei Straßen weiter ein unglaublicher Wesen und du sagst, mein Gott, zwei Straßen weiter, warum wusste ich das nicht? Spüre ich das nicht? Mensch, um mich herum, ich muss nicht Fernsehen gucken, außer JITV, ich kann in mein Umfeld spüren und wahrnehmen und einladen, Menschen, die wunderschön sind, die eine unglaubliche Weisheit haben und die kann ich organismisch verbinden. So, dann, wie wir in München gemacht haben, das ist auch gut, wir wollen das in Wien auch machen, falls Wiener da sind, zusammen mit Johannes Schlederer. Dann zum Beispiel ein Tag in der Woche, wenn Hannover TV oder wie ist das? Düren. Düren TV. Dann wahrscheinlich eher Köln TV. Köln TV. Ne, wenn es Düren zentral ist, dann ist es Düren. Wenn, ach so, wenn es eine größere Stadt ist? Kann auch Düren das Zentrum sein. Dann einmal die Woche gehen die 3, 4, 5 Referenten aus Düren auf Sendung. Jeder bringt ein aktuelles Thema. Jeder zeigt Weisheit, zeigt Kompetenz, zeigt Ergänzung. Gemeinsam oder jeder für sich allein, jede halbe Stunde mit einem ergänzenden Thema. Kannst du nochmal hochscrollen, bitte? Oh. Ja. Oh, ja, ja, ja. Zurück meine ich. Oh, jetzt. Ja, nein, das war schon. Ja. Ab 15. Oktober können. Josef hatte geschrieben, die wahre Zukunft ist bei MindTV. Habe ich gefragt, was das ist. Kommunikation ohne Technik. Ja, ja, genau. Das sind wir am Üben. Mhm. Aber Kommunikation ohne Technik, ist nicht das Mind. Machen wir jeden Abend. Ja, eigentlich schon. Und was hat das mit Mind zu tun? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist so gemeint. Ach so. Ohne. Ach, das ist so gemeint. Deswegen mein ja. Steffi, ich hoffe, wird werden. Irgendwann soweit sein. Wir werden irgendwann soweit sein. Oh, Shantara, ja, das geht. Ja, da geht es hin, Josef. Ja. Scrollen? Ja. Ui, 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 ui. Ach ja, Jeet, Sieg durch Hingabe. Letzte Nacht kam mir dazu Manu. Ein bisschen schneller, weil sonst kann ich mal das. Letzte Nacht kam mir dazu, Sieg durch Hingabe über sich selbst. Mhm. Sieg durch Hingabe über sich selbst. Ich verabschiede mich. Tschüss, Shantara. Dankeschön. Schlaf schön. Die letzte Antwort-Mail ist auf dem Weg. Freue mich auf Post von dir. Danke, Knuddels. Lieb, brav will ich gar nicht sein. Grins, war ich. Warte runter. Deine Ausführungen zeigen mir jetzt, was die Außenwirkung sein kann, schreibt Thomas. Sagt dir Altenhofen was, Cheat? Josef, du kannst auch antworten. Freut mich sehr, dass du da bist. Sorry, Frage war an Cheat. Ich wohne in Düren, Kreis Düren, Altenhofen. Ich war sicher da, ich war sicher oft da. Der Geist des Alp. Der Geist meint, deshalb ja. Meint. Oder geistige Übertragung. Ja. Naja, okay. Ich denke, ich nenne es einfach auch Natur. Das machen wir schon.
Und durch diese Kommunikation ohne Technik werden wir die alten Medien ersetzen. Mhm. Weil wir jetzt, dadurch, dass sie entdeckt haben, dass wir uns nicht vertrauen, haben sie die Medien entwickelt, der Manipulation, die in kurzer Zeit einen Krieg möglich machen, weil wir nicht diese Präsenz haben. Ne? Also, weil so unterschiedlich sind die Begriffe, ne? Man muss das nur manchmal. Also für mich ist Mind ja, der Verstand. Ja. War nicht so gemeint. Das ist eine Definition. Nee, ich wollte nur noch, ich wollte es nur sagen. Ja, das Mentale wird noch immer so genannt. Ne? Ja. Ja. Okay. Jo. Bei mir ist aus die Maus, aber es war ganz schön mit euch Mäusen. Nein, ganz schön. Mit so viel Engel und Zauberwesen und tolle, authentische Menschen. Dankeschön. Ja, gibt es noch etwas? Können wir das gemeinsam schließen? Wunderbar. Ja, dann wünsche ich eine Nacht mit Einfälle und nicht Zufälle, dass alles, was dich glücklich macht, was dich erfreut, was du dir wünschst, auf der Energieebene in dein System reinkommen kann, so wie du es für dich dir wünschst. Jo, Dankeschön. Der Geist. Heilsame, ruhige Nacht. Gute Nacht und vielen Dank. Gute Mäusenacht. Gute Mäusenacht. Wie war das noch mit Recht haben? Ich habe Recht. Wer hat hier Recht? Wer hat hier Recht? Jeder hat Recht. Wer hat hier Recht? Ich habe Recht. Ich habe es erfunden. Ricola. Wer hat es erfunden? Wer hat jetzt nicht Recht? Oder wer hat Recht? Naja, anders mal. Das ist eine andere Sendung. Andere Baustelle. Sendung. Andere Baustelle. Tschüss. Tschüss. Schlaf schön. Mein Bett ruft.